So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Mini-Update hier auf BIMMOBA TV. Ich bin euer BIM und da ich den ganzen Abend versucht habe, ein Video zu drehen, beziehungsweise ich habe eins gedreht und ich sage euch ganz ehrlich, ihr Lieben, das Video war so stinkelangweilig, ich möchte es ersparen. Deshalb gibt es jetzt einfach mal die Kurzfassung. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe 3 Mittelmasten gesetzt hier im Bahnhofsbereich. Ja, die 3. Dann habe ich in Lusi-Magneten gesetzt und zwar an ziemlich vielen Stellen, wo es auch wahrscheinlich ist, dass die dann später mal sitzen werden. Auch hier nochmal. Ja. Dann habe ich, wie man erkennt hier, ich gebe euch mal die Draufsicht hier, den Kabelkanal gemacht, wie man sieht, neben dem ICE, hier über die ganze Fläche. Auch das habe ich gemacht. Und ich habe mir Bänke entworfen. Und zwar diese hier, weil mir die alten nicht gefallen haben. Ich zeige euch mal noch eine andere, die ein bisschen schöner lackiert ist und keine Druckfehler hat. Ja, das ist die hier, die jetzt bei unserem Raucher steht im Moment. Viel mehr gibt es auch noch nicht zu zeigen. Ich habe hier die Fahrkartenautomaten mal lackiert. Die sehen dann lackiert auch wesentlich besser aus. Und das war's auch schon, ihr Lieben. Ah, da, nein, nicht ganz. Hier, das habe ich noch gemacht, tatsächlich. Und ich habe hier die ganzen Einspeisungen versteckt und fehlenden Böschungsstücke angeklebt und, damit es hier mal ein bisschen ein schöneres Bild gibt einfach. Ja, das war's aber auch schon, ihr Lieben, und daraus hätte man ein Video machen können, tatsächlich, aber das wäre halt echt zum Gähnen gewesen. So, jetzt ist aber schon spät, jetzt haut euch ins Bett und morgen Abend gibt es einen Livestream. Dann sehen wir uns, ich freue mich auf euch. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr solche Mini-Updates auch mal zwischendurch haben wollt. Bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und gute Nacht, euer BIM und ciao.